Hallo, ich bin der Gamebob und herzlich willkommen zu The Legend of Zelda Skyward Sword Teil 11. Und wir sind immer noch hier vor dem Tempel, den wir das letzte Mal erreicht haben, nachdem wir diese tolle Sammelquest gemacht haben. So, ich werde jetzt natürlich wieder versuchen, den Tempel am Stück komplett zu machen und schauen wir mal. Stimmungsvolles Intro. Tempel des Erdlandes. Sehr hübsch. Eine Sache, die jetzt lustig ist, ich nehme das am gleichen Tag auf wie den vorherigen Teil, weil ich gerade Zeit habe und gerade im Spiel auch drin bin. Halt jetzt 2 Stunden versetzt. Ich habe die Batterien in meiner V-Mode nicht gewechselt. Ich will wissen, was sie mir anzeigt. 2 Balken. Denn ich persönlich vertrete die Meinung, da ich jetzt im Moment Einwegbatterien drin habe, dass ich die natürlich sozusagen benutze, bis sie nicht mehr gehen. Weil das erinnert mich so ein bisschen an meinen Drucker. Der zeigt dann, ja, die Tinte ist leer. Ich kann noch 70 Seiten drucken oder so. Und dann zeigt er also, wenn er zeigt, die Tinte ist leer, dann kann ich nur 70 Seiten oder so drucken. Deswegen nehme ich das nicht so ernst. Sehr schwachsinnig, dann Batterien zu verschwenden. Ich werde danach Akkus benutzen. Es lag zwar dem Spiel, beziehungsweise der Konsole, die ich gekauft habe, so Akku-Packs bei. Die funktionieren nun nicht mehr so ganz. Kann ja mal passieren, die wurden auch viel benutzt. Also mit so einer Ladestation, die mir aber eh nichts bringt, weil ich ja die Wiimote Plus Erweiterung habe. Deswegen ja. Ich habe nicht die Wiimote 2.0, wo das Wiimote Plus eingebaut ist. Oh, die erste Kiste, okay. Ich habe einen roten Rubin gefunden. Er ist so viel wert wie 20 Rubine. Sehr schön. Oh, ich muss kurz was. Ja, ich rufe gerade jemanden an. Moment. So, da bin ich wieder. Ich musste kurz telefonieren. So. Ich muss kurz das Mikrofon anders ausrichten. Schauen wir mal, was da ist. Ja, okay. Die Dinger versinken. Ich wollte es nur mal ausprobieren. Ja, das ist so eine Sache. Naja. Ich wundere, warum ich ein Schild nicht benutze. Brauche ich doch nicht. Verflucht. Alles voll ungeheuer. Und ich wurde von meinem Kumpel getrennt. Wir hätten nicht herkommen sollen. Ich kenne dich doch. Hat dich die Suche nach deiner Freundin hierher gebracht? Da fällt mir ein, ich habe gesehen, wie jemand mit blonden Haaren und komischen Klamotten weggebracht wurde. Aber es ist sinnlos, jetzt zur Hilfe zu kommen. Da ist alles verlungen, Röhr. Halt dich da lieber raus, es ist viel zu gefährlich. Yeah.
By the power of Grayskull, ich hab... Die macht eine Geschichte jetzt. Falsche Serie. Doch mal eine gute Nutzung von dieser Mechanik. Gebieter, ich habe einen neuen Typus von Gegnern in der Nähe entdeckt. Er scheint äußerst überlegene körperliche Fähigkeiten zu besitzen. Ich schlage vor, ihn durch Drücken von Z anzuvisieren und mit dem... Willst du mich verarschen? Ihn anzuvisieren und mich zu rufen, dass ich die Mainfos geben kann. Warum machst du das nicht jetzt direkt? Dies ist ein Exalfos. Diese kräftigen Wesen sind mit einem eisernen Handschild ausgestattet und verfügen über eine hervorragende Kondition. Ein Exalfos zu treffen ist sehr schwierig, versuche eine Lücke in seiner Schildabwehr zu finden. Dessen Gegentyp ist nur mal besiegt. Aufgrund der niedrigen Zahl ist eine genauere Analyse möglich. Das war schwerer, als es hätte sein müssen, aber das liegt eher an der Steuerung wie an allen anderen. Ich finde es immer noch lustig, dass die Batterien jetzt plötzlich nicht mehr leer sind. Thank you.
Das sind Teile. Oh, mal. Ach. Verflucht, sie ist nicht da. Ich habe sie bestimmt beim Verloren. Oh, du kommst genau richtig. Ich bin's, Fairy. Gut, dass ich dich hier treffe. Könntest du mir einen Gefallen tun und nach meiner Bombentasche suchen? Ich auf der anderen Seite dieser Felsen, als plötzlich diese Monster auftauchten. Da bin ich abgehauen und musste sie dabei verloren haben. In der Tasche kann man Donnerblumen mitnehmen und jederzeit einsetzen. Und in diese Tasche bin ich komplett aufgeschmissen. Bestimmt haben die Monster sie. Bring mir bitte meine Pumptasche wieder. Nö. Ist jetzt meine. Okay. Das ist für Gelächter. Okay, man kann die so nicht besiegen, da bräuchte man Pfeile oder irgendwas. Ich glaube, da muss ich weiter, da kann ich hier nicht viel machen. Die Kamera nervt mich ein bisschen. Man kann unten reinkriechen. Ach.
Man wird echt mit man wird echt mit Rubin zugeschossen in dem Spiel. Ich weiß, warum ich mir die Geldbörse geholt habe. Ah, okay. Okay, das war nicht so klug. Ich habe einen Eidechsenschwanz halten, sehr schön. Das größte Problem beim Kämpfen gegen zwei Charaktere ist tatsächlich, Du hast eine Bombentasche gefunden. In dieser nützlichen Tasche kannst du Donnerblumen mit dir herumtragen. Sie ermöglicht dir das Vordringen an Orte, die dir sonst verwehrt bleiben. Frage Ferry, ob es sie dir leiht. Ja, das Problem, wenn man gegen zwei kämpft. Man kämpft gegen den einen, man schleudert den weg quasi. Man kann auch keinen Fangstoß machen, weil nämlich automatisch der andere anvisiert wird, was in dem Fall ein großes Problem ist. Deswegen, ja. Interessantes Design, das erinnert mich so an, ja. Ich glaube in Gegenden wie zum Beispiel Malaysia haben sie solche auch Masken und so Sachen für verschiedene Anlässe. Sagen wir es mal so. Bin aber kein Experte in der Richtung, also behaupte ich da jetzt nicht so viel. Meine Bombentasche, vielen, vielen Dank. Da gibt's sie mal her. Moment, ich soll sie dir leihen, damit du tief in den Vulkan gehen kannst? Immerhin hast du dich auf der Suche nach deiner Freundin bis hierhin gewagt. Da fällt mir ein, hast du meinen Kumpel gesehen? Er macht sich Sorgen um dich. Er hat sich also Sorgen um mich gemacht. Tut mir leid. Du machst dir bestimmt auch Sorgen um deine Freundin, was? Also gut, hier hast du sie. Viel Spaß damit. Du hast eine Bombentasche halten.
Ferry hat sie dir netterweise überlassen, beseitige mit dir Hindernisse. Ich gebe dir meine Bombentasche, damit du deine Freundin findest. Warte, ich hab was vergessen. Die Tasche ist leer, also nimm die hier. Du hast 5 Bomben erhalten. Wirf oder rollst sie, um Objekte in die Luft zu sprengen. Nimm Bomben, die du unterwegs findest, für später mit. Wenn du keine Bomben mehr hast, kannst du die Tasche auch mit Donnerblumen füllen. Hebe dazu eine Donnerblume auf und drücke dann B, um sie anzustecken. In der Tasche passen bis zu 10 Stück. Wenn du also Donnerblumen findest, solltest du deine Vorräte auffüllen. Das ist eigentlich gar nicht so blöd, dass man jetzt keine separaten Bomben hat. Ha!
dick? Ich habe die Dungeon-Karte erhalten. Sehr schön. Okay, dann schauen wir nochmal. Muss man jetzt immer rennen oder was? Manchmal geht's, wenn man läuft, manchmal muss man sprinten, manchmal geht gar nichts. Ich versteh's auch nicht. Manchmal ist der Stein echt nicht leicht. Eine blaue Vogelfeder halten. Diese kostbare Feder kann man nur bei sehr seltenen blauen Vögeln finden. Macher.
Ja, manchmal ist es ein bisschen seltsam. Genau so hatte ich das geplant. Yay, ein goldener Schmuckschädel. Sehr Schmuck. Da habe ich aber schon einen. Mich was nachschauen. Löcher werden ja normalerweise nicht wieder aufgefüllt, deswegen. Also ich glaube zumindest, dass Löcher nicht nochmal aufgefüllt werden. Genau, Löcher werden nicht nochmal aufgefüllt. Das hat mich bloß interessiert, weil da ja eine Dingens war eine Fee. Das hat ihm gut gefällt, Spein geht ziemlich schnell. Dann schaue ich mir die Karte mal an.
Okay, das ist etwas manchmal blöd gelöst, meiner Ansicht nach. Das ist eine Art Hinderniskurs, okay, das passt denn schon. Ich frage mich erst, was muss ich hier machen, damit ich hier weiterkomme. Thank you.
Ja, vielleicht kann man da irgendwie drauf, aber nee. Halt's Maul. Hut!
sieht sie cool, wie sie da ranschrammt. Ich musste irgendwas machen, die Frage ist nur was. Ich weiß, dass ich das da rechts reindrücken muss, die Frage ist nur, wie ich das eindrücken soll. So, da bin ich wieder. Ja, ich musste kurz telefonieren. Das ist etwas, was jetzt irgendwie zur Zeit öfters vorkommt, aber mei, passiert. So. Jetzt mache ich schnell mal zurück. Hopp. Moment. Ich weiß nicht, wie ich die Karte gedreht habe. Ah, okay. Ja, ich hatte nur die Sonne zur Seite geklickt, hatte mich gewundert, wie ich so die Karte gedreht habe. Was ist hier? Weil hier müsste ja dann was sein, weil ich bin ja, ich habe gedacht, ich bin da oben, aber ich bin ja da. Bevor ich weitergehe, kehre ich mal kurz zurück in das Erdreich und Himmelsreich und hol mir nochmal trankmäßig was. Weil Vorteil, da kann ich relativ leicht rumlaufen oder hinlaufen. Ah, jetzt zeigt er mal leer an, okay. Das heißt, ich kann wahrscheinlich noch 10 Stunden spielen oder so. Jetzt bin ich fast bei dem Handelsposten. Ich frage mich jetzt, wo er mich rausschmeißt. Oh, ich hasse das. Weil man kann diesen Text auch nicht schneller wegdrücken. Das heißt, man verliert theoretisch Spielzeit durch dummes Gelaber. Ja, dann macht das so günstiger.
Ja, das muss ich sagen. Das ist eine Mechanik, die, ja, finde ich okay. Hat was, aber ohne wäre das Spiel jetzt nicht schlechter geworden. Jetzt kann ich die Bombentasche kaufen, oder? Ah, sehr schön. Ach, das war diese Deko-Kerntasche. Boah, die Steuerung hat sich mir wieder komplett verstellt. Ich hab quasi meinen Arm schon in die Wand neben mir rechts gerammt. Und das hat auch nichts gebracht. Moment, ich muss die Steuerung dann. So, besser. Liegt gegen den Fels. Problem gelöst. Ich mal dabei bin. Ah!
Ja, schön, nehme ich sofort. Ich würde bitte den Bernsteinmut holen. Ein Riss in der Wand oder was? Genau, da wo das X ist. Attack! Attack!
Ich hab mir gedacht, ich schau mir das mal an, wusste aber nicht, dass das das Richtige ist, was ich tun muss. Mit Frieden. Ne, mehr oder weniger. Sehr schön, da kann ich nicht speichern. Jetzt kann man doch wieder rumlaufen. Sehr praktisch. Ich hole mir doch das hier gleich, was da ist.
Toll. Stich ihn in die Luft, so schlecht wird's. Toll, 20 Rubine. Jetzt gespeichert. Egal, speichere ich nochmal. Jetzt müsste ich alles im vorderen Bereich gemacht haben. Ja. Links ist eine Lücke, habe ich nicht gesehen. Das ist ja nicht das, was ich wollte. Ich wollte eigentlich aufnehmen und... Naja, egal. Huh?
Das war so beabsichtigt, okay. Gut, das ist jetzt kein super schweres Rätsel, also ich würde es nicht mal als Rätsel bezeichnen. Das sieht schon mal hübsch aus. Na gut, designtechnisch sieht das alles hübsch aus. Okay, das sieht cool aus. Also designmäßig haben sie es ja sehr schön gemacht. Du hast den Drachenschlüssel erhalten. Dies in sich verschlungene Drache wurde aus strahlendem Gold gefertigt. Ah, da war die Treppe. Das war aber eine gute Actionsequenz, finde ich okay, sage ich jetzt nichts. Gut, ich würde es auch nicht mehr als Rätsel bezeichnen, singen. Easy. Gib bitte, ich habe dir etwas zu berichten. Ich spüre Seldas Aura in der Nähe.
Besonders von dieser Kette gehen starke Schwingungen aus. Die Wahrscheinlichkeit, dass Zelda mit ihr gefesselt wurde, liegt bei 95%. Ich vermute, dass Zelda irgendwie entkommen konnte. Ich rate zu eine. Ich weiß, muss ich dann aufpassen. Gleich kommt die Kugel. So trifft man sich wieder. Oh nein, wie unhöflich. Ich habe deinen Namen vergessen. Ist auch unwichtig. Hör mir nur kurz zu, ja? Da sagen mir meine unauffälligen Handlanger, dass sie die heilige Maid gefangen haben und ich eile herbei und was muss ich sehen? Diese lästige Marionette der Göttin kommt mir zuvor. Dieses Schoßhündchen der Göttin. Sie hat sie einfach mitgenommen. Dabei brauche ich sie doch, um meinen König zu befreien. Ich entschuldige mich. Aber jetzt verstehst du sicher, warum ich etwas ungehalten bin. Ach, was soll die Zurückhaltung? Ich habe es nicht eilig. Ich habe genug Zeit. So spüre die Flammen meines Zorns. Glühender Höllenfels Beradama.
Okay, und nun? Ah, ich habe eine Vermutung. Thank you.
Die Steuerung ist echt ein bisschen beschissen, ehrlich gesagt. Ich konnte nichts machen. Die Steuerung ist echt so komplett. Wenn ich weiter vorne bin, dann hat das Spiel so stark geleckt, da konnte ich nichts mehr machen. Nein, ich lade den vorigen Spielstand. Ja, jetzt so. Das nervt mich jetzt schon ein bisschen. Das liegt nicht an der Genauigkeit von der Wiimote oder so. Das ist einfach tatsächlich dieses, das Spiel fängt dann irgendwie interner zu laggen. Das heißt, ich drücke auf A und er nimmt aber nichts auf. Gebieter, die Batterie leckt mich am Arsch. Gut, jetzt weiß ich zumindest, wie das funktioniert, deswegen. Jetzt muss ich erstmal was trinken. Oh.
Ich kann Zwischensequenzen gar nicht wegdrücken, okay. Unauffällig. Ich kann die Sequenzen gar nicht, ich kann die Textbox nicht mal wegdrücken. Das ist ein bisschen nervig. Ich würde sagen, he is maidenless. Huch, aber schlechter Witz. Nee, ich warte, bis er ein bisschen...
Ich würde sagen, seine Batterie ist leer. Uhaha. Jetzt war der Kampf viel einfacher. Ich hatte weniger Lag, also Input-Lag. Du hast einen Herzcontainer erhalten, eine Lebensenergie. Ich wurde um ein Herz erhöht. Sehr schön. Naja, also wirklich, ich hatte brutalsten Input-Lag beim ersten Versuch. Und das liegt nicht an der Genauigkeit von der Remote bzw. am Batteriestand. Das ist einfach, dass das Spiel intern quasi laggt. Und das ist, ja. Muss ich jetzt nochmal gegen den Typen da kämpfen? Ich hoffe mal nicht. Der ging mir das letzte Mal schon auf die Nerven. Der Mob. Nein, Zelda, ich habe euch schon erklärt, dass ihr euch zurückhalten und auf eure Aufgabe konzentrieren müsst. Mob, es tut mir leid. Du bist viel zu spät. Wenn ich dich so sehe, beschleicht mich der Gedanke, dass die Göttin sich bei ihrer Wahl vertan hat. Deine Fähigkeiten reichen nicht aus, um Zelda zu beschützen. Dir gefällt nicht, was ich sage, aber wenn ich nicht gekommen wäre, wäre Zelda jetzt in den Händen unserer Feinde. Es hat keinen Sinn, das Ganze in schöne Worte zu verpacken. Du warst zu langsam und hast Zelda im Stich gelassen. Beschwert euch bei den Level-Designern. Zelda muss weiterreisen, um ihre Bestimmung zu erfahren. Wenn du auserwählter Zelda helfen willst, musst du die Prüfungen, die vor dir liegen, bestehen. Nur so erreichst du die nötige Stärke, um Zelda wirklich helfen zu können. Hast du das verstanden? Quelle des Erdlandes. Ja, also ich frage mich eh, wie ist eigentlich der Bösewicht in den Tempel reingekommen, ohne den Schlüssel zu benutzen. Das frage ich mich jedes Mal. Jetzt zur Standardaktion.
By the power of Grayskull. Nicht schlecht wird's. Gebieter, diese Sprache verwendeten die Götter vor langer, langer Zeit. Ich werde die Worte nun übersetzen. Hör gut zu. Von jenseits der Zeit und des Raumes leite ich den Träger des Schwertes, der meinen Auftrag erfüllt. Auf ihrem Weg besuchte die heilige Maid vom Himmel, ihrem Schicksal folgend, die Quelle des Erdlandes. Das Land des Sandes, Randell, dort öffnet sich das Zeitportal, wie es ihr vorbestimmt ist. Du hast die Bernsteintafel erhalten. Sie ist aus schwerem Stein gefertigt und scheint sehr alt zu sein. Ich finde es so dumm, dass der Geist in das Schwert springt und dann wieder zurückspringt, nur um einem zu sagen, Gebieter Zelda scheint sich an dieser Quelle spirituell gereinigt zu haben. No shit, Sherlock. Ich schätze, dass sie nun in ein Gebiet namens Ranel unterwegs ist. Nein, wirklich? Wie kommt die bloß da drauf? Oder es ist ja ein Geist, also ein geschlechtsloser Geist. Wenn wir die Steintafel zum Tempel bringen, wird eine neue Lichtsäule erscheinen und wir können nach Ranel folgen. Ihr nach Ranel folgen. Ich schlage vor, zum Wolkenort zurückzukehren, um von dort aus nach Ranel zu reisen. Weil du ein absoluter Dorftrottel bist, muss man dir auch alles erklären. Das nervt mich ein bisschen im Spiel, weil das so, das wirkt schon sehr unrealistisch, also wie dumm man gehalten wird. Ich werde hier tatsächlich aus zeitlichen Gründen speichern und beenden. Ich hoffe, der Teil hat gefallen. Auch wenn ich ziemlich geflucht habe, steuerungsmäßig. Der Tempel an sich, den fand ich gar nicht so schlecht. Also jetzt nichts weltbewegend. Ich fand den ersten Tempel ein bisschen ausgefeilter wie den zweiten Tempel. Aber mei. Das war schon so, ja. Die Leute sagen ja, ich habe trotzdem 2 Stunden gebraucht. Ja, aber nur, weil ich dann einmal rausgegangen bin und wieder reingegangen bin. Und weil ich mir sehr viel Zeit lasse beim Spielen. Naja. Ich hoffe, der Teil gefallen hat mir. Ja, dann bitte das nächste Mal wieder einschalten. Dann rege ich mich vielleicht weniger über die Steuerung auf.